Wer kennt sie nicht? Es gibt sie tonnenweise in jeder Buchhandlung. Bücher übers Glücklichsein. Wie wird man glücklich? Es ist unglaublich schwierig, glücklich zu sein, und das muss man sich tonnenweise auf hunderten von Seiten reinziehen, was man denn alles tun muss, um glücklich zu werden. Wie man am Buchcover unschwer erkennen kann, ist das Buch rosa, denn die meisten dieser Bücher sind von Frauen für Frauen. Frauen sind tendenziell nicht dafür bekannt, sich kurz zu fassen, das ist eher so ein Männerding. Und deswegen gibt es jetzt dieses Video speziell für Männer, wie man kurz innerhalb von einem Satz glücklich wird. Richtig, innerhalb von einem einzigen Satz, mit nur einer einzigen Methode. Und natürlich sind auch Frauen und Diverse und Intersexuelle und LGBTQ, Queer und alle Milliarden Geschlechter, die es gibt, herzlich willkommen, diese Methode anzuwenden. Wie wird man glücklich? Die einzige Wahrheit und nichts als die Wahrheit ist, und zwar folgendermaßen. Brrr, die Spannung steigt. Akzeptiere deine eigene Sterblichkeit. Das ist alles? Das war's? Akzeptiere deine eigene Sterblichkeit. Und schon bist du glücklich. Klar, am Anfang tut's weh, wenn du dessen noch nicht bewusst bist, dass du denkst, oh was, scheiße, ich muss sterben. Doch eine Sekunde später, wenn du es akzeptierst, denkst du dir, ja mei, ist halt so, ja gut, scheiß drauf, okay, fuck it. Und schon bist du glücklich. Aber das ist noch nicht die letzte Stufe des Glücks. Die letzte Stufe des Glücks ist dir vorzustellen, dass du jede Sekunde draufgehen kannst. Das soll glücklich machen? Und wie? Viele Menschen versuchen, diese bittere Realität mit irgendwie Religion und sowas zu übertünchen. Irgendwelchen Lehren, die behaupten, ja, ja, nach dem Tod geht's schon weiter. Keine Sorge, du wirst schon nicht dauerhaft sterben. Du kommst nur woanders hin. Oder die Hindus sagen, du wirst reinkarniert oder kommst ins Nirvana. Die Neonazis sagen, du kommst ins Valhalla. Für jeden Gustus gibt's irgendeine Religion, die sagt, ja, du stirbst schon nicht, Idiot, ahnungsloser Idiot. Nein, du stirbst nicht. Doch, du verreckst. Und das macht glücklich. Warum? Nehmen wir Beispiel, du trinkst einen Tee. Wie trinke ich diesen Tee, falls ich unendlich lebe? Ewig lebe. Dann ist es ein Tee von einer Milliarde Tees, die ich trinken werde. Du scheißt auf diesen Tee. Aber, wenn dir einer sagt, ich jag dir in einer Sekunde eine Kugel durch den Kopf, bis dein Gehirn an der Wand zersplattert, und er gibt mir diesen Tee und sagt mir, das ist der letzte Tee deines Lebens, dann trinkst du diesen Tee. Oh, es ist der Tee. Es ist der beste Tee. Und der letzte Tee deines Lebens. Das ist der letzte Geschmack, den du im Mund haben wirst, bis du dein eigenes Gehirn schmeckst für eine hundertstel Sekunde und dann verreckst. Und ob ich nun draufgehe oder nicht, ist irrelevant. Denn hier oben hast du den Tee genossen. Und so ist es mit allem. Wenn du ein Bonbon lutscht, könnte es das letzte auf der Welt sein. Und dann gehst du drauf. Du musst nicht mal irgendwas machen, du musst einfach nur existieren. Die Tatsache, dass du existierst, ist so ein Genuss durch den Gedanken, dass du vielleicht bald nicht mehr existierst. Dann ist es ein sehr limitiertes Gut. Und alles, was limitiert ist, ist wertvoll. Wenn es überall Gold gäbe und jedes einzelne Möbelstück und jedes einzelne Gebäude nur aus purem Gold wäre, wäre Gold wertlos und jedem wird Gold am Arsch vorbeigehen. Aber da Gold selten ist, ist es wertvoll. Und wenn dein Leben selten und wenig ist, ist es wertvoll. Das war's. Das ist der Weg zum Glück. Kurz, knapp und effektiv, wie es Männer wollen. So, und jetzt hole ich mir einen runter. Das könnte nämlich das letzte Mal auf dieser Welt sein, dass ich das mache. Und genauso werde ich es genießen. Und zwar auf dieses Buch. Oh yeah. Oh yeah. Gern geschehen. Bis zum nächsten Mal. Peace out.